Und sie haben sich wieder was einfallen lassen. Mit Fliege und Angriff ist der beste Angriff. Zitat von Präsident Knabe. Zwei Fanlager on fire. Da kann nicht mehr viel schiefgehen. Sensationelle Stimmung in Grün da hinten. Las Ligas Ladies Supporters. Schön gespielt. Und das ist der erste Treffer durch Contento. Flo, und der hat das Tore schießen normalerweise nicht erfunden. Ja, auf dem großen Feld, hier in der Halle, ein super linker Fuß, schiebt ihn überlegt rein, aber vorher der Schnittstellenpass. Sehr gut gemacht. Haben sich viel vorgenommen, jetzt eine gute Freischussposition, mehr mit Ekici, 2-0. Wahnsinn! Oh, unglaublich! Ekici macht ihn, der ehemalige Bremer, ehemalige Nürnberger. Julian Pirk. Ekici, boah, ist das hübsch, dass er da durchlässt. Ist das Spiel intelligent, Flo? Ja, super gemacht. Oh, jetzt der Fehler im Aufbau, das muss bestraft werden. Aziz und Akbulut, die sind's, die können es ausspielen. Aziz, Akbulut! Das ist vielleicht ein Haken zu viel, Flo. Ja, sie kommt zum Abschluss, leider einen Ticken zu genau gezielt. Er trifft die Latte, sehr, sehr schade, aber genau das ist das, was Spandau hier zeigen muss. Es wird plus one, Flo, heißt 1 gegen 1. Das Entführung ist jetzt im Ballverlust. Das lässt er laufen. Kein Foul, weil der Drama. Räder muss im Tor bleiben. Rama! 1-2, weil der Drama schraubt das Spiel aus Spandauer Sicht auf. Es ist nichts passiert. 2-1. Du siehst, wir haben immer noch Chancen. Wir müssen immer Torchancen kreieren. Immer weiter dranbleiben. Ey. Wir machen die Fehler nur. Nur wir, weil wir Fehler gemacht haben, die zweite Runde. Und wir sehen ein Spiel auf extrem hohem Niveau, in das sich auch Eintracht Spandau langsam einarbeitet. Aber die Klasse von Las Ligas Ladies mit Ball ist gewinnt, gut. Quergelegt zu guter Basso. 2-2, da ist er, der Richie. Und das meine ich, das hohe Pressing zahlt sich hier aus. Oh ja, und da kann man auch mal einen Ekici anpressen. Ah, super Übersicht da. Ja, klasse gemacht. Es ist eng, es ist heiß, es ist Spandau gegen Las Ligas Ladies. Sehr, sehr hitzig und wir sind live in der 5G-Cam drauf. Geil. Das gibt's auch nur in der Baller League, der Torwart mit dabei. Das waren die Las Ligas Fans. Oh, clever. Ecke, die Spandauer. Und jetzt die zweite Ecke. So schnell geht's hier. Und plötzlich hast du gleich ein Penalty. Zweite Ecke. Das sind die Fans von Spandau. Hier ist er wieder. Verkauterin. Oh, oh, verzeiht den Pader. Verkauterin. Wahnsinnsaktion. Galaxy Fairplay, ganz knapp vorbeigerauscht am Galaxy One-on-One. Du hast schon kurz gezuckt, lieber Flo. Verkauterin! Oh, das gibt's. Das ist nicht das Tor. Wahnsinn. Verkauterin. Was ein Abschluss, sein Vater, oder? Unglaublich, super Direktabnahme. Für mich ist der Abpraller eigentlich ein Muss-Tor, der schwächere Rechte. Den hat er sonst nur zum Stehen, würden gemeine Zungen behaupten. Oh ja. Yeah. So, 15 Sekunden, jetzt musst du es clever machen. Einen freien Fuß, nochmal einen Abschluss und hoffen, dass der abgefälscht wird. Und du somit die Ecke holst. Jetzt die Möglichkeit, ist das eine Ecke? Und was macht der Schiedsrichter? Sapal will die Ecke. In der die Ecke nicht. Die Ecke nicht. Stattdessen das. Oh. Spandau holt sich den Punkt. Las Ligas Ladies holt sich den Punkt.